Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Factorio. Ich habe mir gerade überlegt, ich baue mal mein Inventar hier unten ein bisschen um, so dass wir die grünen Fließbandzeugs auch hier unten drin haben. Ich würde sagen, blau, lila, grün, das ist das, was die Zukunft bereithält. Sagen wir jetzt komplett von Rot ab, ist egal, auch wenn es Verschwendung ist, aber wir müssen mit der Zeit gehen. Wir können nicht immer hier hinterherhängen, das geht nicht. Gerade ich hier als Logistiker, das ist nicht immer einfach hier, ja, dafür zu sorgen, dass alles da ist. So, das, alles angefordert. Es geht irgendwas kaputt. Was? Jolita AP. Okay, was ist kaputt? Eine Mauer. Okay. Okay. Gut, aber egal. Ich würde tatsächlich gerne die Teilerfließbänder noch alle automatisieren, damit wir die wirklich auch am Start haben, dass wir die dauerhaft kriegen. Es wäre die Möglichkeit, quasi die Kisten hier mit zu benutzen für die Maschine hier unten runter. Und das haben wir alles. Warum bauen wir das nicht? Sind immerhin Sniper Turrets MK3, ja, die wir bauen können, weil wir haben alles. Wir haben Nizinol und wir haben Nizinol Bearings. Das funktioniert. Funktioniert. Aber hier könnte ich kein Schmiermittel anschließen. Wäre also blöd. Wir nehmen uns hier den Platz, wir machen hier daneben nochmal Maschinen und ich würde sagen, wir nehmen auch die. Reicht einfach. So. Normalerweise müssten die gebaut werden, weil die liegen hier zur Abholung bereit, ja. Dann machen wir gelb, rot, blau, Autosave, alles klar. Und Forschung. Ich muss jetzt ein bisschen immer auf die Forschung achten, damit wir da vorwärts kommen. Weil wir haben noch einiges zu forschen. Es sind ja nicht nur die paar Dinger, die hier sind. Es sind ja auch noch die ganzen Folgeteile, die hier drunter kommen. Alleine das hier sind ja schon noch. Wenn ich hier unten mal gucke. 7800 mal 3 läuft. Auf jeden Fall. Da brauchen wir den ein oder anderen ein oder andere Wissenschaftspaket. Das zu. So. Und tatsächlich. Okay, warte mal. Da brauchen wir Schmiermittel. Holen wir uns von hier. Das Ganze noch ein bisschen besser hier. Haben wir eigentlich gelben Fließbänder automatisch? Da, ne? Ja, wir haben ja die blauen, ja, natürlich, wir haben ja die roten automatisch, da müssen wir ja die gelben auch. Sonst geht das nicht. Eigentlich müssten hier Anräder angeführt kommen. Liegt kommen. Aber die Maschine hier ist zu lahm. Deswegen würde ich sagen, machen wir das hier mit Produktivität. Vollgas. Ach, Vollgas. Und das Ganze dann mit Stapelknickis. Jetzt dürfte ja eigentlich die Maschine, die eskaliert jetzt hier völlig. Die eskaliert jetzt völlig. Ach ja. So, alles hoch hier. Ist immer besser, dann hat man da so einen kleinen Puffer drinnen liegen. Warum baut er das noch? Müsste doch eigentlich hier die Dinger holen und hier hinbringen, oder nicht?
Ah, jetzt hat das. Gut, das heißt, wir können uns anfordern. Warte mal, das kommt weg. Wir können uns anfordern, diese hier. Diese hier und diese hier dürften eigentlich alle am Start sein. Und eventuell mal einen ordentlichen Stapel Kniggy. Kommt auch ein bisschen Zeugs. Eigentlich Zahnräder müssten aber jetzt hier, also die Maschine, die ist schon gut dabei, die saugt hier das Eisenlager leer, das ist der Hammer. Sollen wir noch einen dabei setzen, der das knickt, eventuell noch ein Knick, wo da immer viel drin ist. Oh, jetzt geht hier die Luzi. Sehr nice, sehr nice. Wenn man die hier haben, Produktivität, so Aktivität, jetzt einen reinmache. Alter, jetzt ist der völlig Alarm. Das ist ja der Wahnsinn. Die Knickis kriegen die ganze Zeit durchgehend. Junge, Junge, Junge. Also wenn das mal nicht durch eine einzige Maschine. Und jetzt können wir hier noch alleine das hier schon. Wie hoch wird das noch? Boah, 9000. Alter. Speed to 300%. Voll die Übertreiber. Das ja auch 12 mal 1800. Das sind einfach mal 21.600, wenn ich mich nicht verrechne. Ach du Scheiße. Wir haben ja nicht mal gepuffert. Die ganze Kiste hier sind gerade mal 16. Aber irgendwann müssen wir es forschen. Also forschen wir es jetzt. Mann, das wird instant leer gesaugt. Instant. Gar keine Chance hier irgendwas, dass hier hinten irgendeiner von denen noch arbeitet, ey. Ach du Scheiße. Wir könnten höchstens mal versuchen, das so irgendwie hoch zu pimpen. Ob sich das lohnt, weiß ich auch nicht, ne? Sofern das Blaue nicht. Nein. Ach. Das läuft jetzt die nächsten 12 Folgen. Also wundert euch nicht. Es dauert. Dauert verdammt lange. Ja, ich finde eine Kiste. Wir haben wieder so eine Krümelkiste, wo ich wieder Zeug reingeworfen habe. Können wir aber leider nichts von gebrauchen. Okay, sehr schön. Das kommt hoffentlich. Fastblitter, ja, ja. Warum arbeitet der nicht? Titanium Gears. Okay. Ist unser Titanium alle? Macht keinen Scheiß. Das Titanium ist Tatsache. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt es ja nicht. Das ist ja der Oberhammer. So. Warum zur Hölle laden die da so viel Zeug ein? Falsch mit denen. Ey, warum laden die da so viel ein? Okay, unser
Tal schmiert auch ab. Was zur Hölle? Was bauen wir denn hier? Das kann ja wohl nicht sein. Zack, Kiste voll. Instant, scheißegal. Nice. Wir können hier leider keine Produktivität reinmachen. Wir können es nur beschleunigen aufs Ultimo. Er geht leider nicht. Und mal... Ah, okay. Ich sehe es schon. Ja, Stapelknick. Natürlich. Kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, dass sie das so voll laden, aber das nicht. Bisschen komisch, aber okay. Ja, einer einfach mal durcharbeiten. Ne? Abgehen. Abgehen will. Okay, die Titanium Plates sind wieder am Start. Und auch wieder Wheels am Start. Könnte noch Produktivität reinmachen. Wäre noch eine Möglichkeit. Eigentlich haben wir hier keine Stromeinsparung. Ne? Das schon auf jeden Fall hier hin machen. Ist hier. Na. Hm. So. Okay. Sehr schön. Gut. Ah, das kommt. Robis, haben wir eigentlich noch genug Robis oder sind die auch schon? Logistik, ja, 740 zur Verfügung, 500 sind frei. Ja, mehr wie genug. Mehr wie genug auf jeden Fall. So, und irgendwas funktioniert. Ja gut, die Gels sind natürlich... Aber ich denke mal, sobald wir voll sind, so viel verbraten wir jetzt auch nicht davon. Staut sich das alles auf und sollte funktionieren. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal eins. Nämlich mache ich die Sniper-Turrets weg. Nehme dafür die MK3-Turrets. Fordert die auch, glaube ich, an, oder? Dass wir immer 50 Stück haben. Aperturits MK3. Gehen auch, glaube ich, du bist MK3, oder? Dann noch bessere. Ne, ich habe keine Forschung mehr. Sniper-Turrets waren, glaube ich, tatsächlich nur bis MK3. Ah, ich will mal nachgucken. Ob ich die jetzt hier finde. Im Leben nicht. Im Leben und da noch nicht. Nee, nee. Genau, was ich auch noch vorhatte, ich wollte die Lasertürme. Wir haben ja bis jetzt tatsächlich nur die ersten Lasertürme. Die gibt es ja auch mittlerweile in MK5. Und wenn man sich den Unterschied anguckt, schadensmäßig, 20 plus 24 Laser macht 44. Feuergeschwindigkeit sind 7,8 pro Sekunde. Und jetzt vergleich mal mit dem hier. Feuergeschwindigkeit auch 7,8, aber anstatt 44 Schaden 72 plus 86,4. Ja. Und wir brauchen nichts anderes wie das Zeug, was wir eh schon haben. Das war's. Warum sollten wir uns das nicht machen? Ja? Eigentlich spricht da nichts dagegen. Machen wir die Maschine hier weg, weil die können wir hier unten bei dem anderen Logistikfeld, können wir die automatisieren. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt bis MK5 Laser Turrets und dann können wir zukünftig können wir dann MK5 Türme verbraten. So, dann fangen wir hier an. MK1, MK2, MK3, MK4 und MK5. Sehr schön. Die Paste. Dann würde ich sagen, jeweils ein Stack. Bis auf der letzte, da machen wir vier Stacks. Wenn wir mal so einen größeren Außenposten haben oder sowas, macht das schon Sinn, da
kleineren, größeren Puffer zu haben. Allerdings hier mache ich jetzt erstmal per Hand das Zeug rein. Weil das braucht jetzt nicht gebaut werden. Da haben wir genug von. Der baut erst. Tolle Stinger hier. Eigentlich ist das schon eine nice Sache hier. Automatisch alles bauen, ja. Man stellt das einmal ein und dann funktioniert. Eine coole Sache. So, und der letzte. So. Wenn ich mich nicht irre, müsste jetzt eigentlich das Ganze hier laufen, sofern ich sehe, dass keine Dingens kommen, ne? Da kann das sein, dass wir keine Roboter frei haben. Doch, haben wir. Wir haben ja gar nicht hier das Blaue und das Rote und das ist und hier haben wir gar nicht automatisiert. Wir haben ja quasi nur die drei Sachen hier. Das heißt, wir müssten dieses Fließband. Oh shit. Wo können wir das machen? Wir könnten es theoretisch hier machen. Wir brauchen ja noch. Wir brauchen blau, grün, gelb. Blau, grün, gelb. Blau und die grüne hier. Gelb auch noch. Und irgendwo ist gerade heftigst. Alter! Meine Schienen sind weg! Ihr blöden Kackpisser! Das ist euer dreckiger Ernst. Was ist nur falsch mit euch? Was ist nur falsch? Die fressen meinen ganzen All. Ey, die wollen mich doch voll verarschen. Die wollen mich doch voll verarschen. Das ist nicht deren Ernst. Das ist nicht deren Ernst. Euch haben sie ins Hirn geschissen. Das gibt's ja gar nicht. Kommt her, ihr Pissflitschen. Ihr braucht gar nicht da hoch zu rennen zu meiner Base. Das regel ich hier selber. Ihr blöden Scheißviecher. Ey, da sind die so dreist. Laufen da hin und fressen die ganze. Hallo Zug. Ey. Warte mal, irgendwo ist noch ein Riesen-Alien. Ich wollte gerade sagen, es hat nämlich angefangen zu laggen und irgendwo ist ein Riesen-Alien-Haufen gerade sich bewegen. Das merkt man immer ganz schön, wenn es so ein bisschen am laggen ist. Das gibt's ja gar nicht. Manometer. So, Ölapitz. Bei Attacke. Yo, ist klar, ey. Ist klar, natürlich. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Die kommen wahrscheinlich aus einem einzigen Random Nest. Irgendwo ploppen die raus. Und dann fangen die an loszumarschieren, wie die Wahnsinnigen. Gut, bei 97,1%. Okay, ich. Den Grund brauche ich nicht nachzufragen, aber trotzdem ist es ultra nervig, wenn die Schienen die ganze Zeit kaputt gehen. Warum? Warnung, ein Zug hat keinen Weg zur Haltestelle Safrit. Was? Er hat keinen Weg nach da. Warum nicht? Das ist kaputt. Und ein Zugsignal. Ah, bestimmt ein Zug. Mal. Manometer, ey. Ah, ärgerlich. Ach komm schon. Drei hier.
Yeah. Die Aliens, immer wieder dasselbe. Unglaublich. So. War erkannt, Gefahr gebannt. So läuft das hier. 97,1%. Alles klärchen. So, warum kann der Zug nicht losfahren? Wenn ich da hinfahren kann, ist der Weg bis dahin schon mal frei. Na, anders wäre das ja nicht möglich. So, Ziel nicht erreichbar. Was zur Hölle? Du kannst doch hier... Ziel nicht erreichbar. Was ist los mit dir? Warum ist meine Base nicht erreichbar? Ja, der andere Zug kann da reinfahren, aber du kannst das Ziel nicht erreichen. Was ist falsch mit dir? Warum kannst du das Ziel nicht erreichen? Signale, was könnte denn Signal fehlen? Kann er wohl locker. So, ich fahre jetzt manuell mit dir und werde dir zeigen, wie easy peasy du die Base erreichen kannst. Ja? So, warum kannst du die Base nicht erreichen? Warnung, ein Zug hat keinen Weg zur Haltestelle. Was? Angucken. Warte mal, steht hier noch mein Zug gegen uns? Alter. So, dann gucken wir mal, warum du das Ziel nicht erreichen kannst. Ah, sehr interessant, ja. Okay. So, du Spaten, in welcher Station stehen wir denn jetzt hier, hä? Ziel nicht erreichbar. Hier zeige ich, du Nase, du. Bilder von mir. So, nochmal Test hier. So, fahr los. Er kann in die Station, in die Base fahren, aber kann nicht weiterfahren, oder was? Aha. Ah, okay. Sag mal, ist es dein Scheiß ernst? So, Doppelzugsignal. Die Zugsignale müssen doppelt sein, damit er beidseitig fahren kann. Ja, das ist klar, aber die sind überall beidseitig, oder? Ihr nicht. Warum nicht? Warum nicht? Habe ich das aus Versehen abgebaut? Mach keinen Scheiß. Wäre natürlich jetzt der Hammer. So, kann er denn jetzt bitte? Aha, wer kommt da denn? Ja. Ah. Lalalala. Ist denn mein Zug? Ja. Wollte schon sagen. Ja, manchmal hat man es nicht leicht, Freunde. Manchmal ist hier gegen einen. Aber ich komme damit klar. Ich bin. So, Freunde, ich würde sagen, das wäre es gewesen mit der Folge. Wir sind jetzt wieder in der Base. Wir haben alles erledigt, was wir erledigen wollten da oben. Die Aliens sind tot. Die machen so schnell keine Mucken mehr. 13 mal 13 Versorgungsbereich, ernsthaft, das ist fast so groß wie die normale Station, die hat 14 mal 14. Alter, Alter, warum habe ich die eigentlich nicht? Dann bräuchte ich gar nicht mehr so viele Strommasten zu setzen. Einfach nur die guten. Könnte man ja mal automatisieren, ne? Warte mal, Gold-Copper-Wire haben wir doch sogar schon automatisiert, oder nicht? Hatte ich nicht irgendwo mal Gold Copper Wires automatisch hergestellt, weil wir die für irgendwas irgendwo brauchen? Ja, hier sind sie doch. Ja, guck an. Hier brauchen wir die. Wenn wir hier in eine Anbieterkiste knicken lassen.
Dann haben wir den Scheiß. Ah, der läuft. Machen wir mal hier zwei Stacks fertig. Passt das? Oh, der eskaliert ja auch total gar nicht. Ja, ist klar. Okay. Der braucht ja hier gar nicht anfordern, ne? Kann das zwar untheoretisch, aber der knickt direkt drauf. Direkt ist. Ja, Freunde, das wäre es gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, macht's gut, haut rein und tschüss.